Wir sind hier in Linz beim Höhenrausch mit dem Titel Wien Paradies. Die Ausstellung führt von den Räumen der ehemaligen Ursulinenschule auf das Dach des Passagekaufhauses und man hat einen wunderbaren Blick über Linz. Und der Titel ist Wie im Paradies und es sind über 35 künstlerische Beiträge, die sich auf humorvolle, ironische, besondere Art und Weise mit dem Paradies beschäftigen. Und ich darf heute in meiner Funktion durch die Ausstellung führen. In der Installation von Ton Maton, der gemeinsam mit Studierenden der Abteilung Raum- und Designstrategien realisiert hat, hat sich der Verkehr festgefahren. Er nimmt uns mit in ein Zukunftsszenario, in der die Autos quasi wieder von der Natur zurückerobert werden und sie feststecken und bietet uns so ein Gedankenexperiment über eine Zukunft ohne Autos. Das Besondere am Höhenrausch ist dieser eindrückliche Parcours, diese Mischung aus Kunst und Stadt. Man beginnt im Ausstellungshaus und wandert dann durch das Haus, über die Dächer, in den Kirchendachboden und wird immer wieder inspiriert von Kunstwerken von Künstlern und Künstlerinnen. Seit 2013 ist der Holzturm ein Highlight und lockt viele Besucher nach Linz. Man hat einen unglaublich tollen Ausblick über die Stadt und sieht bis in die Alpen. Auch für Familien mit Kindern gibt es einiges zu entdecken hier beim Höhenrausch. Man kann sich zum Beispiel in der Spiegelinstallation von Eva Schlegel verlieren, kann in der Nebelinstallation von Nakaya tatsächlich in den siebten Himmel eintauchen. Und hat sicher eine paradiesische Zeit, auch für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Zusätzlich zu den vielen Dingen, die man hier im Höhenrausch mit den Kindern erleben kann, haben wir von der Kunstvermittlung uns auch noch etwas Besonderes ausgedacht. Durch die Ausstellung führen Paradies-Postkarten, die aus Expeditionen zu unterschiedlichsten Paradiesen, wie zum Beispiel dem Schlaraffenland oder Neverland, zu uns geschickt worden und die hier in der Ausstellung gesammelt werden können. Die Ausstellung läuft noch bis 17. Oktober 2021.